Herumtreiber aus. Und wir sind der Herumtreiber. Ach ja, das war hier, wo einfach alle quatschen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. In der, wie hieß die Gasse? Im Destilleriebezirk. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Gasse hieß. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn der verdammte Idiot Corvo nicht die Karte... Aufpasst, hier schleicht jemand herum. Okay, da. Und den anderen sehen wir überhaupt nicht. Diese beschissene... So, wir versuchen erstmal wieder reinzukommen. Wir sind hier. Ah, da ist noch einer. Sie muss es verstehen. So, den machen wir schnell weg. Und dann gehen wir nochmal hier runter. Das dürfen wir nicht mitbekommen haben, oder? Nö, das haben die nicht mitbekommen. Ah, das ist so toll, dass sich die Leute, die wir erstechen, die wir sanft zur Ruhe legen, dass die einfach verschwinden. Warte. Okay, wir haben hier oben. Oh. Scheiße. Okay, das wollte ich nicht. Nein. Nein. Haben wir nicht mehr. Okay, wir haben nicht mehr hier. Oh, ich wollte jetzt. Hey, guck mal. Weg, 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 weg von euch. Weg von euch allen. Nein, das. Okay. Das war viel zu einfach. Ja, komm, lass mal auf Annahme anfangen. Da kann das mal passieren. Ja, das Schicksal hat uns ereilt. Ja, Schicksal ist halt so ein Ding. Wir haben die Macht des Neuladens. Das ist toll. Da kann es unser Schicksal relativ egal sein. Das war am Anfang der Aufnahme. Das ist okay. Das ist voll gerechtfertigt und überhaupt nicht schlimm. Wirklich. Das darf passieren. Sagt, dass das passieren darf. Das haben wir schon vorgelesen. Also, wieder hier. Hallo, herzlich willkommen zurück, bla bla. Warum habe ich denn... Ja, ich habe die Ratten nicht mehr hier. Das habe ich nicht dran gedacht. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Boah, der Typ ist so laut. Das ist unglaublich. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal... Sollte man eigentlich vorher machen? Ist denn... Habe ich ja schon mal geschaut. Hier, guck mal, Sprachlautstärke. Machen wir die mal ein bisschen runter. So, wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung, weil wir jetzt überhaupt nicht mehr hören, was in Gesprächen passiert, aber egal. Die brauchen uns nicht so ins Ohr zu pläken. Ah, guck mal, da oben ist auch noch einer. Ah, diese beschissene. Okay, wir müssen in dieses Haus rein, zu Dr. Galvanis Büro. Waren wir da nicht schon mal drin? Das letzte Mal, dachte ich, waren wir da auch schon drin. Mal sehen, erwischen wir den? Ich werde ihr noch einmal. Boah, natürlich nicht. Ist klar. Jetzt hängt er noch irgendwo fest. Hey, guck mal. So, bitteschön. Zieht auf die Beine. Ja, zieht auf meine Beine. Los. Wie blocke ich eigentlich nochmal? Oh, hallo. Ne, ehrlich, jetzt hier habe ich geblockt. Nee, so nicht. Ach, die Herrschaften hier hinten. So. Schön, wenn er hier gerade voll die Katze übers Bild latscht, ist toll. Wenn man jetzt also gleich Geräusche hört oder irgendwas passiert, Katze ist dran schuld. Kannst du da schnüffeln? Nein, hör auf! Moment. Hat sich die Katze gerade am Mikro abgeschmiert? Ich habe keine Ahnung, ob man das gehört hat. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, so schön für dich. Deine Kollegen wussten auch, dass ich hier bin und sind jetzt alle tot. Wo bist du überhaupt? Ich finde dich schon noch. Ja gut, der findet uns. So wie er es auch gefunden hat. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu tun. Das ist bestimmt der oben auf dem Balkon, oder? Der Hans da ist. Nee, der auf dem Balkon ist weg. Na nun. Also, das war ein wunderbarer Einstieg. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Ja, du... Ah, oben. Wusste ich doch. Du weißt, dass ich hier bin? Das ist toll für dich. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Ja, ist okay. Na gut. Das Schwein ist mir entwischt. Der gibt aber schnell auf. Ja, kommen wir da irgendwie hoch? Falscher Ort, falscher
falsche Zeit. Mit wem redest du? Hier ist doch gar niemand. Oh, vorsichtig, nicht runterfallen. Lauf doch mal da weg, Kollege. Falscher Ort, falsche Zeit. Bla 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 bla. Nee, da kommen wir nicht hoch, okay. Also, was macht er jetzt? Bleibt er dort? Was macht er? Geht er weg? Kauft er sich einen Kuchen und bleibt auch dort? Glotzt weiter in unsere Richtung. Guck doch mal woanders hin, Junge. Haben wir nicht irgendwie... Oh, wir haben das hier. Mal sehen, ob ich... Oh, warte. Schaffe ich wahrscheinlich eh nicht. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Ja, ja. Warte mal, hallo? Ach so, falsches Dings. Das hier wollte ich. So. Jetzt bist du auf... Hat es... Yay! Ein Hoch auf die Granaten! So, guck mal, hat er sich einfach aufgelöst. So, Galvanis Büro. Wir waren da ja schon mal drin. Was wollten wir hier jetzt eigentlich nochmal drin? Ich glaube, wir sind hier, weil uns Lecter hergeschickt hatte. Aber warum? Was sollten wir tun? War das das mit dem Tresor? Aber den Tresor haben wir ja schon längst geöffnet. Das Haus der Freude, ja. Oh. Hast du ihn gesehen? Ich habe nur viel Blut gesehen, ehrlich. Das hätte ich auch gern. Jeder. Keine große Sache. Vielleicht gehst du später hoch und schaust, wenn die anderen weg sind. Selectors Informant? Okay. Ah ja, hier war sein Informant drin, aber was wollte der hier? Das weiß ich leider nicht mehr. Okay, wir haben noch... Können wir nicht mal eine Lebens... Was hat der denn plötzlich? Okay. Jetzt kommt wieder die Katze auf den Tisch. Ich glaub's ja nicht. Kleine, geh mal weg. Vor allem setz dich mal nicht mitten ins Bild. Eventuell muss ich gleich nochmal eine kleine Unterbrechung machen, weil... ich nicht genau weiß, was die hier vorhat. So, jetzt kommt der zurück. Was hat er denn da gerade erschossen? Ratten? Da kommen auf jeden Fall mehrere her. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ah, du siehst uns bitte nicht. Ja, lauf hierher und jetzt. Genau. Um die Ecke, mein Kollege. So. Mal sehen. Laufen lieber mit Nachtsicht rum, da fühle ich mich sehr viel sicherer. Ich höre eine Rune. Über uns. Wir waren ja doch aber schon mal drin. Wieso sind jetzt hier wieder Runen hier? Wenn der letzte Gelehrte verschwunden ist, wird die Dunkelheit kommen. Okay. Meint ihr hier mit Leviathan das Modell des Volkes? Also das Volk ist der Leviathan? Meint ihr das damit? Oh, da kommt einer lang. Aber da kommt nicht hier rein. Da ist einer tot. Warum auch immer? Oh oh. Hey du! Scheiße. Ich glaube... Okay, der konnte nicht schnell genug seine Kollegen rufen, glaube ich. Wer liegt denn da eigentlich... Wer ist das? Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay, leg dich mal hierher. Unzerstörbare Tür. Ist ja wunderbar. So, hier war nämlich das Büro von der Frau, von der Haushalterin. Das war sein Tagebuch, genau. Sein Tresorschloss, jetzt Passwort. Das sieht doch aber verdächtig aus, als könnte das noch rauskommen. Hm. Können wir bei dir was machen? Ins Auge pieksen? Nö, okay. So, was haben wir denn noch so? Wer bist denn du, mein Kollege? Wachoffizier. Normale Kugel, das ist toll. Ich höre jemanden. Ich höre vielleicht doch niemanden.
Ja, ich war mir sicher, da wäre jemand gekommen. Okay. Dann mal sehen. Oben haben wir jetzt niemanden gesehen. Ich meine, wir waren ja auch schon mal hier. Es wundert mich ja eher, dass hier... Was passiert, wenn ich ihn noch mal in die Finger bekomme? Oh. Kommt er hier vor? Hör auf damit! Hör auf damit! Ah, jetzt kommt er her. Also diese Leiche lag aber vorhin noch nicht da, als wir hier waren. Möchte ich mal anmerken. Okay, mal sehen, ob wir hinten rumgehen können. Ich lass mal lieber das hier an. Ach so, die Ratten. Ja, ich greif uns an. Hat er uns gehört? Nee. Also vielleicht schon, aber er nimmt uns zumindest nicht wahr. Er guckt unter die Tische, das ist schlau. Weiß er, dass wir hier sind? Na, so kann ich... Ah! Oh, oh. Ah, gut geht. Hallo du, na? Kollege, wie geht's? So, Munition können wir nehmen. Ich weiß zwar huch, nicht wieso, weil eigentlich benutzen wir die doch überhaupt nicht. Naja. Was war hier? Das ist ein toter Fisch. Das ist irgendwas. Die Seuche. Das ist wunderbar. Leere Flasche. Tschüss. Können wir jetzt aufmachen? Nö. Die Toilette. Warum hat er eigentlich Reagenzgläser an seinem Klo? Ich will es, glaube ich, mal lieber nicht wissen. Das sind auch wunderbare Sachen gewesen. Wir waren hier doch schon mal drin. So, eine Rune, das ist schön. Kanalisationsstatus im Monat des Netzes, das ist wunderbar. Ach so, das ist der Kollege. Finde Crowley. Na, war wohl nicht mehr so erfolgreich in der Hölle, hä? Crowleys letzte Nachricht. Warte, die will ich... Nein, sorry. Entschuldigung. Weg. Weg. So, warte, die will ich natürlich lesen. Notizen. Wo haben wir das denn? Selector will wissen, was Crowley zugestoßen ist. Mysterio- ah, hier. Können wir die... Ach so, ist ein Audiograph. Ach so, ach so. Ein bisschen Brot und Kingsbarrow-Federn. Das waren die, die wir auch schon da vorne... Die wir irgendwo schon mal eingesammelt haben gerade. Was ist das? Bullenrattenfötus? Fötus weg. Haben wir noch so einen? Nee. Oh Mann. Juhu, wir spiegeln uns nicht. Das ist wunderbar. So. Nochmal angedreht. Da haben wir noch einen Gesundheitsdingsbums. Da haben wir noch einen Fötus. Oh, guck mal. Wenn ich den jetzt gegen die Wand werfe, kommt er dann raus. Ih, ich habe ihn gesehen. Wo ist er hin? Fötus? Oh Mann, ich wollte den Fötus nehmen. Was sich komisch anhört, aber trotzdem. Ich will noch einen. Ich möchte einen Fötus. Ah. Komm schon, flieg nicht weg. Komm zu mir. Aha. Komm her, ich sehe dich. Nein. Er ist in unerreichbare Gefilde geflogen. Komm zu mir, kleiner Mann. Nein! Oh Mann! Ja, da liegt er, das ist wunderbar. Nur rankommen wir halt nicht. Ich will da hinten rein. Nein, geht nicht. Komm schon her, du kleines Vieh. Oh Mann! Da muss ja aber der andere auch irgendwo hingehüpft sein. Ist er despawned? Vielleicht kann man den gar nicht hochnehmen. Das wird es wahrscheinlich sein. Oh Mann, kein Spaß mit Föten. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas? Wir hatten ja unten... Warte, gibt es da noch was? Was haben wir hier? Noch ein paar Federn, das ist schön. Wir hatten doch unten, wenn mich nicht alles täuscht, war das hier... Was ist denn das? Ach so, nur eine Kerze, okay. Da war doch dieses Rattenzimmer. Das, was ich das letzte Mal unbedingt öffnen wollte. Was ich nicht geschafft habe.
Ist dieses Zimmer denn noch da? Jawohl. Hallo. Oh, die Ratten sind nicht mehr da, aber wir können jetzt rein. Pass auf, wir brauchen... Willst du mich verarschen? Ehrlich jetzt? Habe ich die einfach nur nicht gefunden? Oder hing die hing das letzte Mal niemals im Leben dort? Das hätte ich doch gesehen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gesehen. Verdammt. Ja, das regt mich tatsächlich ein bisschen auf. Ich habe gedacht, ich habe wohl gründlich abgesucht, aber naja, so wie es halt immer ist. Oh Mann. Vorräte voll. Ratten, lasst mich bloß in Ruhe. Kann ich? Leere Flasche. Nein. Weg, 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 weg. So. Wenn wir die Ratten ein bisschen zerstückelt, dann gehen die jetzt zum Glück. So, ein bisschen randalieren, weil wir den Mist das letzte Mal nicht gefunden haben. Die Gläser sind natürlich super. Ja. Warte mal, wie? Nein, nein, nein. Nein. So schlage ich zu. Ah, das war die Verteidigung. Okay. So, da sind noch mehr Ratten. Hallo. Ich weiß, ihr seid meine Freunde, aber nur wenn ich euch rufe. Oh, was haben wir denn da? Schutzmaßnahmen, die kennen wir, glaube ich, schon. Eine olle Blechdose, eine leere Flasche, weg mit dem Mist. Kugeln, das ist schön. Warum haben wir so viele Kugeln verwendet, sag mal? Wo sind denn 6 Stück? Hatten wir gar keine Kugeln mehr? Und wenn ja, warum? Ich meine, ich benutze doch eigentlich immer das dritte Gebot, also toll. Ich benutze doch eigentlich immer hier Le Armbrust. Tolle Geräte, so, ein bisschen Frischluft für die Geräte. Tolle Insekten. Freiheit für die Insekten. Oh, das ist schon kaputt. Und eine leere Flasche. Okay.